Das schon. Jawohl. Ja, das noch und dann schicke ich den jetzt wie ihr auch wollt. Noch hier hin. Hier bilde ich noch eine Belagerungswaffe aus und gedacht, ja. Euer Dorf wird angegriffen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Gern. Zahltag. Lehrt sie das Fürchten! Das kann ich. Jawohl. Ihr könnt hier gerne auch hier Soldaten hinschicken, wie wär's damit? Das ist ja eigentlich mir jetzt relativ wurscht. Sicher das. Sobald Dario da ist, dann leg ich los. Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Nee, Quatsch. Ja, ja. Oder? Sind da auch Feinde? Ja! Ach so. Ja, er kann ja. Wir kümmern uns darum. Wird gemacht. Noch dazukommen. Flieg! Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich Dario vorauslassen sollte. Wegen Feinde! Wie ihr befehlt! Ich glaube, ich brauche sogar noch einmal Schnee. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Nichts lieber als das. Tropf, tropf, tropf. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ah, gut, die können. Achso, da geht's lang, okay. Wird gemacht. Wird gemacht. Schnucki, brauchst du noch lange? Wie ihr wünscht. So gut ich kann. Ich tue mein Bestes. Wir erledigen das, wie ihr wünscht. Seid unbesorgt. Kein Problem. Okay. Haben Sie doch jetzt aufgegeben? Feinde greifen eure Häuser an. Wie ihr wünscht, mein Herr. Warum? Oh, die bekriegen sich. Ja, mein Herr. Wird gemacht. Fertig. Ist in Ordnung. Ich tue mein Bestes. Hier müsste gleich irgendwo die erste Schlacht starten. Ausbau abgeschlossen. Oder auch nicht. Tschüss. Und das war's. Zahltag. Boah, wie lahmarschig ist der denn? Ja, mein Herr. Aber Angriff 79. Fertig, Meister. Ach, hier ist jetzt Schwefel. Kein Problem.
Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Wir kümmern uns darum. Ja! Ausbau abgeschlossen. Warum geht ihr vor? Ich hab getan, was ihr wolltet. In Ordnung. Dafür sind wir genau die Richtigen. Erkunde das Land. Wir kümmern uns darum. Nasekette. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Fürchtet euch nicht. Euch wird nichts geschehen. Folge der gerechten Sache und deine Sünden seien dir vergeben. Achtung mit der Kanone jetzt! Gut. Dario! Dario liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Ja, mein Herr. Ja, Leute. Jawohl. Wie ihr wünscht. Wird gemacht. Gern. Seid unbesorgt. Ja. Es ist Zahltag. Ja. Ja. So gut ich kann. Was? Ja, mein Lord. Ja. Feinde greifen eure Häuser an. Alles weg. Ja. So soll es sein. Wenn's denn sein muss. Für Ruhm und Ehre. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Schon ein Vorteil, weil man weiß, was auf jemanden erwartet. Und kämpft. Ich stecke in Schwierigkeiten, helft mir. Nur Mut. Wir werden siegen. Ihr werdet angegriffen. In Ordnung. Ja, mein Herr. Fertig, Meister. Ja. Brauche ich wieder Dare dafür. In Ordnung. Fuß ist eingeschlafen, auch schön. Euer Wunsch ist mir Befehl. So soll es sein. Sofort. Angriff! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Nö. Natürlich. Wir erledigen das. Was haben wir da? Macht sie nieder. Wenn Gott es so will, selbstverständlich. Ja, gern. Ihr werdet angegriffen. Leute. Jawohl. Die Burg noch nicht. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Okay, das nicht. Ergreift sie. Macht sie nieder. Geht mit dem Segen des Herrn. So. Das gibt ein feines Feuerwerk. Das kann kein Ungläubiger besser. Achtung mit der Kanone jetzt! Lehrt sie das Fürchten! Auf sie! Auf in den Kampf! Ihr werdet angegriffen. Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Im düsteren Tal der Verzweifelten, das sich hinter Tendrell befand, fand sich das letzte Teil des Orbs. Damit war die Suche vollendet. Alle Teile des Orbs in einer Hand. Dario würde beim Volk ohne Zweifel als wahrer Herrscher anerkannt werden. Noch schien die Feste uneinnehmbar, doch die Außenposten waren vernichtet und die Tochter des Königs von Tendrell befreit. Dankbar boten sie ihren Beistand. Mit dem Minenbau für Leonardo war man dem großen Endkampf gegen Evelance einen gewaltigen Schritt näher gekommen.
Seit Kerberos zurück nach Evelance gegangen war, hatte man nichts mehr von ihm gehört. So stand vor aller Augen, dass es nicht mehr Mordred selbst war, der die Angriffe ausführte, sondern Kerberos. Es mochte aber auch sein, dass die beiden gemeinsam ihre Ziele verfolgten. Hey, das wurde ja schon gesagt. Es fehlten Verbündete. In der Einöde des großen Ödlandes, so hieß es, würde es noch einige aussätzige Städte geben, die sich gegen Mordred zusammengetan hätten. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Habe Holz gefällt. So, was steht bei Tipps? Primäres Ziel sollte es sein, euer eigenes Dorf gut zu verteidigen. Findet alle verwaisten Türme, platziert eure Truppen und Helden bei der Vierer-Turmgruppe nördlich eurer Siedlung und haltet hier den Feind auf. Repariert die Türme, falls nötig, und baut noch zwei dazu. Habe ich gemacht. Zumindest bei den einen. Erledigt die Schwefelminenaufgabe, die ihr bei dem Mann im Nordwesten beginnen könnt. Um an Schwefel zu gelangen, könnt ihr auch ein paar Leibwerken in den Westen schicken und einige der zahlreichen Schwefelhaufen abbauen. Startet euren Angriff auf die gegnerische Befestigungen erst, wenn ihr dafür wirklich gut vorbereitet seid. Artillerie ist hier sehr nützlich, führt die im Kampf geschwächten Truppen immer wieder auf. Es gibt keinen Weg zu der Feste von Avalanche in der Mission. Ja, das war das drittvorletzte Level. Level 13. Ups. Jetzt gerade gegen das Mikrofon gekommen. Ja, das nächste heißt das große Ödland. Was da steht, werde ich andermal vorlesen. Könnt ihr ruhig jetzt selber lesen. Ja. Dieses Level wird auch extrem nervig werden, aber... Na, keine Ahnung, ob das jetzt noch nerviger ist oder nicht. Man kann so sagen, einigermaßen. Aber egal. Ich bedanke mich dann erstmal, dass ihr zugesehen habt. Ja, und dann geht das nächste Mal weiter mit dem vorletzten Level. Geil, die Siedler sind fast vorbei. Und irgendwann kommt die Fortsetzung, den Bereich. Okay, tschüss.